Hallo Freunde danach, da bin ich, euer Sahadu mit einer neuen Folge Humankind. Wir spielen auf schwer. In der letzten Folge haben wir ordentlich eins auf den Sack bekommen von den Japanern. Sie haben unsere komplette Panzerreiterarmee aufgemischt. Wir sind in da schön in die Falle gegangen. Kann man nichts machen. Ist halt so dumm gelaufen. Wir hoffen, dass wir jetzt die zweite Armee unten noch hochkriegen, aber kann durchaus sein, dass wir die auch noch verlieren. Schauen wir mal. Aber erstmal das Event jetzt hier, das Horn des Einhorns. Eine unangenehme Folge eures Ruhms ist der schier endlose Strom verzweifelter Glückssucher und Quacksalber unter den ehrbaren Leuten, die um eine Audienz bitten. Heute steht ein nach eigenen Angaben legendärer Jäger aus einem fernen Land vor euch. Der behauptet, ein Einhorn erlegt zu haben. Er präsentiert euch das angebliche Horn dieses Fabelwesens und schwört, dass es seinem Besitzer mehr Strahlkraft und physische Energie verleiht. Das Objekt ist elegant und wahrlich außergewöhnlich, doch die merkwürdigen, gewundenen Markierungen entlang des Horns könnten auch von Menschenhand hinzugefügt worden sein. Wollte das Horn erwerben. Experimentieren. Wissenschaftsförderung plus 15 Wissenschaft minus 20 Gold. Beschlagnahmen, Chance, ein weiteres Story-Ereignis auszulösen. Haben wir hier beim Experimentieren übrigens auch. Oder wir kaufen es. Feiern auf Babylon brauchen wir nicht. Stabilität in Babylon ist hervorragend. Deshalb nehmen wir das hier mit der Wissenschaft. Wir experimentieren damit. Runde beenden und wir schauen uns mal das Schicksal der südlichen Armee hier unten an. Wenn die uns jetzt angreifen sollten, wir können uns nicht mehr zurückziehen. Wir haben uns hier schon zurückgezogen. Ich fürchte, die werden uns angreifen, oder? Epochenstern freigeschalten. Ja, da kommt schon eine Armee. Einstellung geändert. Nö, die greifen uns nicht an. Gut. Problem ist, wir haben halt nur Handelsgaleeren. Das ist der Mist. Ich hoffe, die Gegner auch nur. Küstenschiff wird zerstört, wenn die Einheit mehr als eine Runde. Okay. Also wir könnten eine Runde auf dem Ozean verbringen. Wir kommen noch nicht mal bis zum Ozean. Aber wir sind von der Küste weg. Sie können uns mit der goldenen Horde nicht gefährlich werden. Produzieren hier oben ja weiter Schiffe in Babylon. Oder hatten jetzt aufgehört, Schiffe zu produzieren? Oh, noch ganz oben da. Wir werden die Flotte mal nach unten bringen. Oh, die braucht halt ewig. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Erleiden die Mali, wenn die zu lange auf dem Meer sind? Nö. Sehr gut. Ich glaube, mit der Kogge war das noch so, dass die Mali bekommt. Auch nachschauen. Die Kogge. Ja, nimmt durch aufeinanderfolgende Runden in tiefem Wasser weniger Schaden. Aber sie bekommen Schaden. Die Karaga also nicht mehr. Die Plünderung ignorieren wir erstmal eiskalt. Nützt ja nichts. Können ja nichts dagegen machen. So, jetzt hier die Karavelle. Dass wir dann bessere Seetransporter haben. Ich hoffe, die Gegner haben es noch nicht. Wenn die es haben, war es das für unsere Armee auf dem Meer da unten. Die Truppe bleibt erstmal hier. Babylon soll weiter Schiffe produzieren? Fragezeichen. 37 Bevölkerung. Also das Wachstum hier ist perfekt. Ist schon richtig gut. Die müssen wir bauen, wenn wir lagern wollen. Gar nicht mehr dran gedacht. Aber ja, ich glaube, das ist die erste Belagerungseinheit, die wir bauen müssen. Ansonsten haben wir ja immer jetzt hier bei Humankind Belagerungswaffen vor Ort dann zusammengezimmert. Das geht nun nicht mehr. Eiskalt nochmal vier Karacken hinterher.
Die Inka-Garde wurde hier gebaut. Bauen wir zwei Arkebusiere. Dort werden Schiffe produziert. Ihr seht das, wie das hier extrem nach unten geht. Es geht halt wahnsinnig ins Geld. Es ist sauteuer. Aber nun gut, ist halt so. Ich sag mal, der Vorteil ist, wir könnten. Gibt es überhaupt Küstenstädte, die wir dann hier angreifen könnten? Keine Ahnung. Also ansonsten ist die Flotte da. Ah, gut, hier unten. Phaistos könnte man mit Schiffen dann belagern, aber da ist nach wie vor das Problem der Sichtlinie gegeben. Also komplett unnütz wird es hoffentlich nicht sein, dass wir dann zwei große Flotten haben, die ja, rund fast zwischen 300 und 400 Gold kosten. Das ist so krass. Industriezeitalter hätten wir können auch schon längst voranschreiten. Die greifen uns tatsächlich an, die blöden Säcke. hätten wir können durchaus auch schon voranschreiten, aber wollten wir ja nicht. Wir hatten jetzt nachgeschaut, was wir denn Schickes hier noch an Ruhmespunkten abgreifen können. Aber irgendwann müssen wir uns damit auch beschäftigen. Die Polen sind vorangeschritten. Ja, wir werden geplündert. Handelsrouten zerstört. Osmoseereignis. Oh, können wir freischalten für. Oh, ist das teuer. Puh. 8000 Gold. Drei Master. Wir würden uns vier Runden Forschung schenken. Aber das ist uns zu viel, Leute. Zumal, ihr seht es ja, das Geld geht nach unten. Nee, 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 machen wir nicht, dann warten wir lieber vier Runden ab. Ja, neuer Kreuzverfüger, das ist hier diese Schlacht. Die Gefahr besteht, wenn wir uns jetzt zurückziehen, dass wir hier an die. Ja, dass wir an die Küste segeln. Dann könnten die uns mit der Einheit auch noch angreifen. Wir machen eine manuelle Schlacht. In der Hoffnung, dass die keine. Dass sie auch noch Handelskarawellen haben. Flanken ein bisschen verstärken. So sieht das doch ganz nett aus. Ah, die haben Karavellen. Wir verlieren unsere nächste Flotte. Oh Gott. Wir haben echt beide Armeen jetzt verloren. Boah, das ist so zum Mäusemelken, Leute, ehrlich. Ah, oh Gott, was für ein Desaster. Ah, ich trinke einen Schluck Kaffee. Schießt sie nieder! Da hätten wir uns bewegen sollen. Den dahin, mit denen dahin. Hä? Wieso können wir die nicht angreifen? Verstehe ich nicht ganz, aber nun gut. Wir werden keine einzige gegnerische Einheit vernichten können. Fragt mich nicht, warum wir jetzt hier nicht schießen können. Ich habe keine Ahnung.
Einfach nur frustriert. Mir ist 14 Kriegsunterstützung, das ist heftig. You have my ear. Tell me what you wish to discuss. Am liebsten würde ich noch mehr fordern jetzt, bloß ich hab wirklich Angst, dass sie uns dann einen Krieg erklären. Also wir brauchen hier unten auf jeden Fall noch eine Landstreitkraft. Ja, und hier oben brauchen wir auch zwei Landstreitkräfte. Wir haben nichts, was wir denen hier entgegenwerfen könnten bei Akkad. Wir werden auch mit der Produktion jetzt der Karaken hier aufhören. Hat keinen Sinn, das ist einfach zu teuer. Wir brauchen Landstreitkräfte. Beißt die Maus keinen Faden ab. Haben wir eine Flotte von 5. Und hier unten machen wir das genauso. Wir haben eine Flotte von 6 Schiffen. Das muss reichen. Dann gehen wir nach Kerma. Brechen das hier ab. Und hier oben genauso in Babylon. Ja, das sind nochmal 60 Gold, die wir da bezahlen müssen. Landstreitkräfte ist die Devise. Hatten gesagt, 3 Arkabusiere und der Rest mit Großschwertkämpfern und dieser Inka-Garde auffüllen. Hier haben wir noch gar keine Arkabusiere. Hier haben wir ein Arkabusier, die Truppe ziehen wir gen Süden. Können wir Sabik anschließen an Akkad? Können wir, machen wir auch. Dann können die das hier unten nicht mal plündern. Und ja, ich weiß, Stabilität geht nach unten. Ein Mörser und 2 Arkebusiere. Bräuchten wir dann hier unten auch noch so eine Mörsereinheit? Ich würde sagen, eine Mörsereinheit pro 2 Armeen reicht aus. Wollen die Mörser ja wirklich nur nutzen für eine Bresche in der Stadtmauer. Und halt um die, ja doch, um die Stadtmauer halt zu schleifen. Gut. 47 Stabilität könnte besser sein. Weiter Truppen produzieren. Panzerreiter. Wir werden es uns halt nicht leisten können, oder? Nee, wir lassen erstmal ab von den Panzerreitern. Produziert mal hier noch
Oh, könntet eigentlich auch einen Mörser produzieren. Ich finde es interessant, dass sie nach wie vor zurückschrecken, uns anzugreifen. Das sollten wir uns anschauen, wie der Krieg hier dann eigentlich gelaufen war. Ja, die Holländer konnten, glaube ich, Gewinne erzielen, aber hier unten die Stadt. Konnten die Masai noch halten? Langfristig gesehen dürften die aber keine Chance mehr haben. Die Masai gegen die Holländer. Friend, you are Ähnlich große Streitmacht wie mir, die Holländer, und die bestimmt schwächer, ja. Wir sind viel mächtiger als sie. Ja, so geht uns das mit den Japanern aber nicht. listening. Vergleichbar, wir sind viel mächtiger als sie. Kann ich mir nicht vorstellen, aber okay. Kriegsunterstützung geht hoch, aber nicht schnell genug. Oh. Die Spanier wollen Luxusgüter I handeln. propose. Sehr gern doch. Ihr braucht Luxusgüter, wir brauchen Geld. Perfekt. Ich hoffe, die plündern das jetzt hier nicht. Wir könnten das Gebiet mal noch anschließen an Kerma wahrscheinlich. Fragezeichen, wartet mal. Nee, kann man nicht. Die Stabilität ist zu gering. Hier los. Die Joseon kommen mit einer beachtlichen Armee hier rüber. Wollen die etwa die Japaner angreifen? Also sie haben sich hier die Insel geschnappt. Sovereign. Übermächtig, heftig. Ach, wir haben eine Allianz mit denen, okay. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn die jetzt die Japaner zu ihren Vasallen machen würden. Was haben die für Einheiten? Ich finde das immer ganz interessant hier bei Humankind, dann nachzuschauen, was die Gegner so, was hier rüberkommen. Rittern und Kahokia-Reiter. Oh. Sechs Karaken. Was ist das? Geobuxion. Wahrscheinlich denn ihre Spezialeinheit. Wow. Die haben Flotten. Wow. Brauchen halt einfach mehr Bevölkerung. Aber wenn wir die alle verheizen. Scheibenkleister. Mann, Sahadum, reiß dich mal am Riemen hier.
vielleicht nicht ganz aus. Bin am Überlegen. Viele Einheiten können wir uns nicht mal leisten. Dann geht's hier in den Minusbereich. Aber ein paar können wir noch bauen. Wir werden in Athen jetzt erstmal Stück für Stück immer nur mal ein Gebäude bauen und dann nachschauen, was wir, wenn wir dann hier unten unsere Truppen versammelt haben, was wir noch gebrauchen könnten. An Einheiten. Das bringt nochmal richtig viel Nahrung. Also wir haben schon geile Städte. Wenn ich mir kurz vor angucke, wir haben ja auch andauernd Truppen produziert. Ich glaube, das waren mal etwas über 40, die Stadt. Und jetzt ist es noch 35. Also es geht schon rucki-zucki. Wir können die Verluste auch schon schnell ausgleichen. Wir werden es hier nach wie vor auch erstmal so machen, erstmal abwarten, was wir noch so an Truppen brauchen. Erstmal noch eine Stadt bauen, ja, eine Infrastruktur bauen. Ja, die haben sich das jetzt gegönnt hier. War halt nur eine Frage der Zeit. Die Armee ist komplett. Die Armee schicken wir hier rein. Ein Arkebusier, ein Mörser und noch ein Großschwertkämpfer. Ein Arkebusier, ein Mörser und ein Großschwertkämpfer, hatte ich gesagt. Ziehen wir die Truppe raus. Genau, die Armee soll dann da unten hin. Kann anscheinend nicht mehr. Zieht da erstmal bis dahin. Die Truppen legen wir zusammen hier, die Flotte. Kerma hat den Mörser gebaut. 100 Nahrung. Auch hier. Die Produktion von Bevölkerung ist bombastisch. Wir haben noch nicht mal die Getreidesilos gebaut. Das bringt auch nochmal einen Wahnsinnsboost an Bevölkerung. Warten wir auch mal noch ab. Und bauen. Ja. Ein Konsumwarenmarkt. Drei Master wurde erforscht. Ein Osmose-Ereignis gibt es hier unten. 441 Wissenschaft. Sagen wir nicht nein dazu. Wir wurden geplündert. Ja, leckt uns an der Briefmarke. Haben sie uns jetzt noch zwei Gebiete abgenommen hier. Die Japaner. Die Rache wird kommen. Neuer Groll verfügbar. Technologie auswählen. Hatten wir schon ausgewählt, dass wir hier die Bürgerwehr haben? Ja, haben wir. Gut. Kommen wir in 9 Runden an Musketiere. Das wäre schon nochmal schön, wenn wir das hätten.
Ja, man merkt halt jetzt in unserer Hauptstadt schon, dass es auch ganz schön auf die Wissenschaft geht, wenn man andauernd Truppen produziert. Ihr seht das hier. Die Bevölkerungszahl nimmt ab und dann wird es halt hier aus der Wissenschaft rausgenommen. Fehlt natürlich jetzt die Wissenschaftsproduktion. Produktion ist ja super, 400. Ja, wir müssten halt weiter, dass wir wenigstens zwei Armeen hier haben. Wir müssten halt weiter Einheiten produzieren. Das nützt nichts. Mann. Dass wir Akkad mit zwei Einheiten verteidigen können und genauso Athen. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch ganz gern noch eine Einheit, also noch eine Armee in Kutsku. Dann wären wir so weit, wie ich finde, dass wir den verhassten Japanern den Krieg erklären können. You have my ear. Tell me what you wish to discuss. Das dauert jetzt noch 4 Runden, dann könnte man den Krieg erklären. Babylon. Babylon soll ich erstmal kurz erholen. Baut mal einen Hochofen. Und wir bauen in Cusco noch Einheiten. Zwei Argobusiere. Vier davon. Da können wir noch einen Großschwertkämpfer gebrauchen. Und jetzt gucken wir mal, was können wir denn noch schnell abfassen hier an Ruhmespunkten? Oh, Wissenschaft. Ah, das dauert aber natürlich jetzt 9 Runden. Ist ein bisschen lang. Einfluss wird nix, Geld wird auch nix. Bevölkerung könnte was werden, muss jetzt aber nicht unbedingt sein. Ich glaube, wir werden uns in der nächsten Folge mal damit beschäftigen, zu welcher Kultur wir werden wollen. Schön wäre es, eine Militärkultur zu haben. Dann bräuchten wir, ja, weil wir halt Krieg machen wollen gegen die Japaner. Das ist der Grund. Mal schauen. Gucken wir uns alles in der nächsten Folge an, Freunde der Nacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste, rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren, würde mich heftigst freuen und ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadun.